Es ist auch bei uns in der Sendung ein Dauerbrenner. Viel zu wenige junge Menschen entscheiden sich für eine Lehre. Betriebe müssen um Nachwuchs werben. Und wenn dann jemand Interesse hat, droht die nächste Hürde. Wo ist die nächste Berufsschule? So schildert das ein Unternehmer aus Mecklenburg-Vorpommern. Also wir sehen das ja bei den Ausbildungsmessen ganz deutlich, wo sich die künftigen Azubis über das Unternehmen und Ähnliches erkundigen. Und eine der zweiten oder dritten Fragen ist immer, und wo ist die Berufsschule? Und da erleben wir relativ häufig, wenn man dann sagt Rostock oder noch weiter weg, dass das Interesse zusammenklappt. Ja, der Weg zur Berufsschule, quasi eine Weltreise, für viele wirklich abschreckend. Die Politik, die Verantwortlichen reagieren offenbar nicht. Und so müssen viele mitten in der Nacht raus aus den Federn. Eigentlich ist es noch viel zu früh. Susanne Schäffer muss sich aber jeden Freitag um 4:30 rausquälen, um rechtzeitig zur Berufsschule zu kommen. Frühstück kriegt sie noch nicht runter. Also macht sie sich für die Fahrt ein paar Brote. Dann muss die 21-Jährige los. Und wenn ich dann in Lübeck ankomme, dann bin ich schon müde. Also wenn wir dann in der ersten Stunde eine Klausur schreiben, ist das anstrengend. Und wenn ich dann abends nach Hause komme, ist auch Feierabend. Dann gehe ich zu Bett und bin froh, dass es vorbei ist. Aber erstmal stehen ihr 2 Stunden Autofahrt bevor. Von ihrem Wohnort Hohn in der Nähe von Rendsburg bis zur für sie zuständigen Berufsschule in Lübeck. Im Winter findet sie es besonders anstrengend. 6.17 Uhr. Die angehende Chemielaborantin ist bereits seit einer Dreiviertelstunde unterwegs. Auf Papier sieht das ja nicht schlimm aus. Ach ja, dann pendelt man eben mal nach Lübeck. Ist ja nicht schlimm, ist ja nur 1-2 Mal die Woche. Aber was es nachher tatsächlich in der Praxis dann bedeutet, eben auch zum Teil für die Noten, die bei manchen halt schon drunter leiden, dass man einfach so früh aufsteht. Man hat da als Chemielaborant auch nicht wirklich die Auswahl. Heute kommt sie gut durch, ist pünktlich im Unterricht. Ein anderer Tag. Wir besuchen Susanne in ihrem Ausbildungsbetrieb in Kiel. Als Chemielaborantin untersucht sie beispielsweise Lebensmittel auf Rückstände. Ihr Unternehmen sucht dringend Nachwuchs. Einigen Lehrlingen war das Pendeln zu viel. Sie brachen die Ausbildung ab. Ein Problem für die Chefs. Wir sind ein wachsendes Unternehmen, ein stark wachsendes Unternehmen, auch gerade hier am Standort Kiel, sodass wir davon ausgehen können, nach Plan zumindest, dass wir die Auszubildendenanzahl in den nächsten Jahren nahezu verdoppeln. Sie alle müssen nach Lübeck pendeln. Dabei gab es auch in Kiel bis 2004 eine Berufsschulklasse für Chemielaboranten. Weil überall, auch bei Agrolab, zwischendurch die Schülerzahlen zurückgingen, machte die Landesregierung die Klasse dicht. Jetzt, wo die Nachfrage steigt, setzen sie sich hier wieder für eine Berufsschulklasse ein. Doch die Landesregierung reagiert bisher nicht. Wenn wir dem Fachkräftemangel irgendwo begegnen wollen oder die Politik das machen will, sind wir der Meinung, dass wir wieder vermehrt auf Ausbildung setzen müssen. Und dadurch ist es ganz logisch, dass natürlich die Infrastruktur der Berufsschulen sich bedarfsgerecht danach orientieren müssen. Heißt, mehr Klassen für mehr Azubis. Wie reagiert das zuständige Kultusministerium? Offenbar scheut Schleswig-Holstein zusätzliche Kosten. Die Errichtung einer dritten Bezirksfachklasse wäre derzeit nicht auskömmlich und würde die bestehenden Standorte gefährden. Trotz Fachkräftemangel setzt die Regierung weiter auf Zentralisierung. Und die Azubis pendeln. Auch Arnold Baron ist davon betroffen. In Mecklenburg-Vorpommern wurden sogar noch vor kurzem Berufsschulen dicht gemacht, weil die Schülerzahlen zurückgingen. Arnold hatte gerade seinen Vertrag unterschrieben. Da erwischte es auch seine Klasse hier in Neubrandenburg. Für den 18-Jährigen ein Einschnitt. Also das hier ist sehr viel besser. Das würde sehr viel erleichtern. Sag mal. Dann spart man sich einen Haufen Stress durchs Hin- und Herreisen. Fremde Stadt, alles anders. Das würde alles ersparen. Man würde einfach 2 Kilometer lang latschen und dann ist man da. Das ist schon was anderes. Es hätte so einfach sein können. Statt nach Neubrandenburg muss er jetzt nach Rostock. 2 Stunden Fahrt. Der Unterricht ist in Blöcken organisiert. Für Arnold heißt das, er ist 2 Wochen komplett weg von zu Hause. Für ihn ein großer Schritt. Er war 16, als er mit der Ausbildung begann. Noch heute fällt ihm das nicht leicht. Man fühlt sich sicherer, sehr viel sicherer, wenn man in der Nähe von Leuten ist, die man kennt.
die man versteht, die man mag, die einen selber auch verstehen. Und deswegen fand ich das sehr wichtig, da auch hier zu bleiben und lokal erstmal was aufzubauen. Arnolds Chef, Frank Benischke, schafft es bislang immer gerade so, offene Stellen zu besetzen. Manche sagen ab, weil die Berufsschule so weit weg ist. Berufsrichtungen, die weit weg beschult werden, werden seltener genommen. Das passt überhaupt nicht zum Bedarf der Wirtschaft. Und zum anderen ist es eben einfach ein Riesenaufwand, den man hat. Also wir sind da völlig eins mit der Stadt und dem Landkreis. Aber das Land stellt sich da eben seit vielen Jahren stur. Die Konsequenz? Viele Schüler ergreifen einen anderen Beruf oder ziehen gleich ganz weg. Arnold hat Glück. Um Azubis wie ihn zu halten, unterstützt sein Chef Benischke alle Lehrlinge. Er zahlt die Fahrtkosten nach Rostock und die Miete für das Wohnheim. Von der Politik fordert er einen Kurswechsel. Denn Mecklenburg-Vorpommern gibt pro Berufsschüler weniger Geld aus als fast alle anderen Bundesländer. Zwischenzeitlich bildete das Land nicht mal mehr neue Berufsschullehrer aus. Jetzt sorgt sich Birgit Hesse, die zuständige Ministerin, dass es zu wenig Lehrer gäbe. Um die Qualität von Berufsschulen zu erhalten, müssten Klassen zusammengelegt werden. Ich kann jeden Handwerksbetrieb, jeden Handwerksmeister verstehen, der sagt, ich möchte eigentlich, dass mein Azubi ganz kurze Wege hat zur beruflichen Schule. Aber umgekehrt bitte ich einfach auch uns zu verstehen, mich zu verstehen, dass ich sagen muss, ich muss aber auch ein Angebot vorhalten, was dann auch wirklich attraktiv ist und auch Qualität beinhaltet. Und das ist so ein bisschen das Spannungsfeld, in dem wir uns bewegen. Mehr Qualität durch mehr Schüler pro Klasse. Das Argument überzeugt Unternehmer Benischke nicht. Uns ärgert, dass jetzt ja zum Beispiel unser Auszubildender in der 28er-Klasse sitzt. Das ist ein Ausmaß, was bei so einer speziellen Ausbildung einfach eine schlechtere Ausbildung zu erwarten lässt. Und dass unsere Zusammenarbeit mit der Berufsschule, die vorher exzellent war, so wie der Ruf der Fachinformatik hier in Neubrandenburg insgesamt, dass das einfach schlechter wird. Sonntagnachmittag. Arnold packt noch schnell die letzten Klamotten. Dann geht's los, für 2 Wochen ins Wohnheim nach Rostock. Bislang hält er durch. Er fürchtet, dass sich für ihn nichts mehr ändert. Das ist mir unverständlich. Finde ich auch ein bisschen schade. Und dann kann ich auch verstehen, dass die Leute wegziehen. Er will bleiben. Zieht nur wochenweise nach Rostock. Hier teilt sich Arnold ein Zimmer. 3 Mann auf einer Bude. Zu Hause fühle ich mich nicht. Also es ist halt wirklich der Raum, 3 Leute drin. Man sitzt man vorm Handy und spielt vielleicht ein bisschen rum, redet ab und zu, aber man kann nichts richtig machen. Arnold und seine Mitschüler wollen die Ausbildung trotz des Pendelns durchziehen. Viele andere entscheiden sich dagegen. Keine guten Nachrichten in Zeiten des Fachkräftemangels und der Landflucht. Ein bisschen Hoffnung gibt es für die Informatik-Azubis in Neubrandenburg. Die Bildungsministerin will prüfen, ob es dort in Zukunft wieder eine Berufsschulklasse geben soll. Wir sind eins. ARD.